Und jetzt bereiten wir unseren Espresso zu. Wir prüfen, dass im Filterhalter keine Wassertropfen oder Feuchtigkeit oder andere Rückstände vorhanden sind und füllen die beiden Kaffeeportionen ein, um unseren Espresso zu kochen. Bitte beachten Sie, jede Dosis, also jeder Anschlag, besteht aus 7 bis 8 Gramm gemahlenem Kaffee. Wir nivellieren ihn, damit er perfekt eben ist, und üben mit dem manuellen Tamper einen Druck von etwa 12 Kilogramm aus. Jetzt setzen wir den Filterhalter ein und nehmen die Tassen, bitte denken Sie daran, immer am Henkel anzufassen, und starten die Ausgabe. Also noch einmal, 25 ml in 25 Sekunden, nachdem wir die Taste bei einer Wassertemperatur zwischen 88 und 90 Grad Celsius und einem Pumpendruck von 9 Atmosphären gedrückt haben. Wir sehen, dass der Kaffee in einem kontinuierlichen Strahl ausfließen muss, bis er den korrekten Füllstand der Tasse erreicht hat. Der Kaffee ist in etwa 18 Sekunden ausgetreten, das heißt, dass der Mahlgrad nicht korrekt war. Wir stellen also unsere Kaffeedosiermühle leicht, um ein paar Markierungen enger. Hier sind wir nun an der richtigen Position. Wir beseitigen den wenigen Kaffee, den wir noch aus der Mühle mit dem vorigen Mahlgrad hatten, und mahlen nun den Kaffee mit der richtigen Feinheit. Wir haben also gerade den Kaffee mit dem nicht perfekten Mahlgrad gemacht und beseitigen nun die Rückstände. Bitte achten Sie darauf, immer den Filterhalter auszupinseln und, wenn wir ihn abschlagen, nicht auf das Metall schlagen, sondern immer richtig auf das Holz am Abschlag. Die Portion ein. Nivellieren. Druck. Und fertig ist der Espresso. Und hier haben Sie nun Ihren perfekten Kaffee, natürlich Costa d'Oro. Wir haben gesehen, wie die Hand, die Manualität des Barista, die beiden perfekten Espressos dank einer optimalen Mischung zubereiten kann. Aber die gleiche Hand kann leider auch mit einer optimalen Mischung Espresso servieren, der alles andere als gut ist. Sehen wir nun zwei typische Beispiele für schlecht gemachten Espresso. Erstens, man reinigt den Filterhalter nicht. Man kontrolliert nicht, ob die Dosis korrekt ist oder der Mahlgrad zum Beispiel zu grob ist, und wir brühen einen Espresso, der im Fachjargon unterextrahiert genannt wird, also leer, mit einer flüchtigen Crema und ohne die Eigenschaften des guten italienischen Espresso. Hier servieren wir einen Espresso dieser Art. Sie sehen, dass wir in diesem Fall einen Kaffee praktisch ohne Crema haben. Sie ist durchlöchert und sieht nicht schön aus. Jetzt sehen wir dagegen den typischen überextrahierten Kaffee. In diesem Fall kann der Grund für die Überextraktion im anderen Extrem zu suchen sein, nämlich einer zu großen Kaffeedosis oder zu feinem Mahlgrad oder auch einer zu hohen Temperatur in der Maschine, so dass diese technisch den Kaffee tatsächlich verbrennt und diesen auch in der Flüssigkeitsmenge überextrahiert. Und dies ist das andere Beispiel, wie ein Kaffee nicht serviert werden darf. Ein überextrahierter Kaffee hat nämlich eine dunkle, anhaltende Crema und, wie Sie sehen können, mit einem klassischen Fleckchen darauf, das weißer Knopf genannt wird, ein typisches Zeichen für die Überextraktion. Wenn Sie alle Regeln befolgen, erhalten Sie den perfekten Espresso, den Sie Ihrem Gast servieren können. Er hat eine schöne Maserung und eine haselnussfarbene, kompakte und anhaltende Crema, die auch beim Drehen der Tasse nicht aufreißt. Bitte denken Sie daran, Henkel nach rechts, Kaffeelöffel immer rechts.
und die Tassen auf die Maschine immer mit der Öffnung nach oben, damit Ihre Gäste sich nicht die Lippen verbrennen. Hier haben Sie Ihren perfekten Costa d'Oro.